Ja, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, Sie werden es gemerkt haben. Seit heute haben die Gastronomien in Neuss wieder geöffnet. Haben Sie es vermisst? In unserer letzten Sitzung im Stadtrat haben wir bereits einige Maßnahmen beschlossen, wie wir die Gastronomen hier in der Stadt unterstützen können. Zum einen haben wir die Terrassengebühren für das Jahr 2020 komplett erlassen. Des Weiteren haben wir Sondernutzungsrechte für die Gastronomen ermöglicht, in denen sie jetzt die Öffnungszeiten der Außenbereiche erweitern können. Und zum Dritten haben wir einen sogenannten Nutzflächenausgleich auf den Weg gebracht. Wir prüfen aktuell, ob es möglich ist, dass die Außenbereiche der Gastronomen erweitert werden können, sodass auch bei neuen Abstandsregeln mehr Tische draußen zur Verfügung stehen, sodass die Gastronomen aus eigener Kraft mehr Umsätze durch Bewirtung erwirtschaften können. Zusätzlich haben wir den Standortstärkungsfonds gestern einstimmig beschlossen in Neuss. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Neuss stärken und zeitgleich die Lebensqualität in der Stadt sichern. Dafür haben wir bis zu 5 Millionen Euro, die wir bereit sind, Unternehmen, die in die Krise geraten sind, hier in der Stadt zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden uns aber weiterhin eng mit den Unternehmen und den Gastronomen in Neuss abstimmen, um zu schauen, wie wir sie bestmöglich unterstützen können.